sind verschlafen oder es gibt einen Frühstart für Romino, das kann auch sein. Romino unten an der AMG Arena vorne, er ist an der äußeren Linie, versucht jetzt nach innen, Leo Calvea ein bisschen den Weg zuzumachen, dahinter verpasst der ein oder andere einen Bremspunkt, aber sieht alles gut. Und Romino versucht jetzt hier die Kunst der Minute zu nutzen, geht innen rein in die Linkskurve in der AMG Arena. Da ist dann so passagiert, dass die Linie der ganzen Jugendlichen vorne angreifen, dass die Jugendlichen Romino da ist dann schon zum Abgehen. Das ist mal was hingeworfen, der Asphalt auf die Linie in Spanien. Das ist schwierig für zweimal durch die Kurve. Calvea macht das ganz souverän, hart über die Curbs, aber er kann die Führung verteidigen. Romino verliert am Boden. Ja, in der Zwischenzeit sieht der Abstand zwischen ihm, seinem Lackierer-Freiliner und dem MAN-DG von Nummer Romino mit der Startnummer 2. Er ist noch niemals dabei in Frankreich, aber er kommt. Ja,
sein, lieber Status. Hier ist die Form der Bankierer-Biografie, alles blaues Haus, so wie ihr es vom letzten Jahr auch kennt. Rafael Sosa ist Scher, der Ausbild vorbei, möchte auch an Jonathan Andreas vorbeifahren. Jetzt ist die Zeit 1,1 Sekunden. Frage ist immer, Bombenstart von Lukas Hahn, der geht direkt hier hinter Jamie Anderson in die Acht der zweiten Position. Nicht ganz so gut weggekommen ist André Corosin, der Sonntag Racing-Piloten auf der Innenseite. Da kommt auch schon der Angriff von Jochen Hahn, der möchte auf die dritte Position vorfahren. Das wird ganz eng auf der Romantik zu allein neben der Innenlinie. Man glaubt es kaum, da ist der Norbert Dusch von 18 einmal auf die fünfte Position nach vorne gekommen. Groß im Glück, aber jetzt im Ausgang der AG-Arena hat die bessere Linie. Lukas Hahn kann er sich doch durchsetzen, kurze Sprint hinunter zur Ruhe. Das ist das große Fragezeichen. Groß im Glück, offenbar hat diesen Platz halten können. Und jetzt haben wir die beiden Egos. Genau wie ist seine Werkstatt, ganz weit geht man außen rum. Eingang der Rabbelhof-Kurve, der ist über Bildschirm. Da muss er den ganzen Dampf mitholen. Und da ist das mal hoch und da fliegt der Motor gefühlt jetzt nach knapp 150 Meter ab. Dann hat man die 160 km/h Maximalgeschwindigkeit erreicht. Und allein im 38er Tag von José Eduardo Rodríguez. Und das ist ein famoses Duell, was euch jetzt Ende der Stadtzielgerade erwartet. Rodríguez, dann haben wir Tampus 24 auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann auch mit der 81 Mark Taylor. Der geht jetzt ganz schnell in die Bremsanlage hinein. Hoffentlich auf die nötige Anführung. Da wird das nicht jetzt auf die Kette kommen vom Eingang der AMG-Arena. Es ging gut von Siegelsmann, Taylor und dann probiert auch Tescania von den Piloten aus Anrechte Clemens Hecker den Weg vorbeizufinden am MRN des durchplatzierten 91er Tag von Marc Taylor, der noch nicht zu Hause ist, 36 Jahre alt ist. Ja, jetzt Attacke, Clemens Hecker. Taylor hat ja nicht passieren können. Jetzt haben die beiden gleich hinter Clemens Hecker vom 18er Tag, das ist die Mannschaft von Jun Juvel, der in der Meisterschaft momentan auf der 12. Position spielt. Das ist der Sachsport, den Egel sehen möchte, Anders Rubin, Jochen Hahn, Norbert Dusch. Dieses bei der letzten Durchpartier an Start und Ziel, das Ganze von der Zeit damals eingefangen. Luis Rigmenko immer noch positioniert, vor den Niederländer, der in Riesen zu Hause ist. Transportunternehmer von Beruf, Erwin Kleinnagel, Jamie Anderson. Und es gibt auch Beobachtungen zwischen einem Steffen Fast und zwischen eben, wem sonst, Rodríguez, denn die beiden kamen sich eben ein bisschen ins Gehege. Das Ganze steht hier unter Beobachtung. Fahrrad geht vorbei. Neuer Zweitplatzierter, der momentan Zweitplatzierte der Europameisterschaft. Aber Platz 3 wird einmal die Frankfurt und das ist Norbert Dusch. Der ist natürlich hier mit Krawallgewürzen unterwegs. Der möchte vorbei, der möchte die vierte Position verlassen. Der hier versucht natürlich dann noch den anderen zu halten. Ein Jungmetall ist hier von unzähligen Rennen. Die wir gut kennen, aber die kommt nicht so schnell vorbei. Wie er sich das Ganze wahrscheinlich gewinnt. Das kommt nach dem Namen momentan auch hier unterwegs. Was ist das Sascha Renn? Sechste Position, eine Steffi Hahn auf der fünfte. Das wird auch noch ein ganz interessanter Kampf werden, aber wir beschäftigen uns nicht direkt einmal im Kampf hier mit Norbert Dusch Richtung dem Dotac Racing Piloten und der Wasserlogistik, dieses Team ist eben André Corsin, der ja in diesem Team, ich glaube, eben mal schon einige Jahre mit von der Partie ist. Wir haben mal den Eindruck gehabt, dass er eine konstantierte Hecker auf der
mit diesen Reifen gut geht, zieht alle Reifen heute Abend wieder rein, alle kommen auf einen LKW, werden ins Werk gebracht, werden geschreddert und dann wieder dem normalen Straßenverkehr zugeführt und ganz in Ruhe und entspannt. Ich glaube, der verdrückt auch ein kleines Rennen im Auto. Jochen Hahn, das war's. Wartet die Ampel noch auf Rot, ist das Federbandziehen und dann geht die Reise los. Start freigegeben mit Mappelli, der gleich mal nach vorne sprintet. Und so wie es aussieht, Sven Müller mit auf die zweite Position nach vorne zieht oder kommt auf den Windscreen. Eden ist auf einmal einer ganz spät auf dem Rennen. Thank you.
20. Runde mit 1,28,49. Der BMW. Verringern konnte. Die Nummer, die wir gerade gesehen haben, zwischen Alain Valente und No further action heißt das. Tiger, der Quali-Session war, kämpft man noch gestern im Rennen, kämpft man auch heute im Rennen. Thank you.
momentan einen kleinen Vorsprung raus und auf der Bremse kommt dann Zimmermann, der deutlich mehr Körper wieder auf. Mittlerweile geeinigt, da fährt man auch nahezu die gleichen Rundenzeiten. Bin gespannt, welches diese Arena ein kleines Problem. Ich habe es nicht sehen können, wen es betroffen hat. Es könnte einen Anthony Robineau betroffen haben. Wir schauen mal hin. Aurelio Arncott auf der zweiten Position. Theo Calvé ist Dritter. Und dann ist es Thomas Robineau, der sich schon von der 8 auf die 4. Position nach vorne gearbeitet hat. Ganz vorne ein Freiliner mit orangefarbener Position hat. Und dann ein Theo Calvé mit Aurelio Arncott Arena um die 2. Position fällt. Und ja, ich sag's mal, Theo Calvé hat die bessere Ausgangsposition, die Innenlinie, wo die Rechtskurve hier rausgeht in Richtung der Kurierspange. Und auch Rafael Sosa, der möchte gerne ein Fotofinish für das Team haben. Das wird ihm vielleicht gelingen. Er hat sich auf die 3. Position nach vorne gefahren, ist unterwegs in Richtung 18 an der Investigation. 15, das ist Mathieu Bernard. Und die 18, das ist Nathan Defay, einer der Zwillinge. Also die beiden haben schon mal etwas gebaut, wo die Rennleitung und die Sportkommissare nachschauen. Könnte sein, dass es da die ein oder andere Bestrafung gibt. Das lassen wir aber jetzt bei dem Stand der Dinge mal außer Acht. Hier haben wir Rafael Sosa, muss sich da wieder einordnen. Und Theo Calvé greift nach José Sosa, geht in der Linkskurve, in der Doppellinks an Sosa vorbei, geht in Führung, Robineau auf 3, Rafael Sosa auf der 4 und Aurelio Arncott hat alle Not und Mühe, sondern André hinter sich zu halten. Es ist ihm erstmal hier in der AMG Arena gelungen und beide fahren jetzt auf und wir spannen zu. Ivan Rodriguez, der ist auf der 7. Position, hat von den Aktionen in der ersten Runde nicht in der Art profitieren können, ist auf seinem Platz geblieben, von dem er auch gestartet ist, hat ja heute Morgen mit einem 2. Platz ein schönes Podium erzielt, hat auch die Kamera gelächelt und den Daumen hoch in der Portugiese. War ein tolles Ergebnis für die Startnummer 94 für Ivan und wegen dem zu dem Thema, da kommt der Überholvorgang und dann prätschert er hier in der Anfahrt in der Bühlsteinkurve mal direkt da rein. Da hat sich Rivas durchgesetzt, verliert jetzt die ein oder anderen Teile. Gleich kommt hier in unserem Messenger von der Rennleitung, in unserem Nachrichtenkanal Debris in Turn 1, glaube ich, ist es, oder Turn 4. Und das heißt, da liegen dann Teile und dann müssen alle aufpassen, dass man da über die Kunststoff- oder Carbonfaserbremse überfährt, weil die sind unter Umständen recht scharf und können auch schon mal einen LKW-Reifen zusetzen und zu einem Blattfuß führen oder zu einem schleichenden Blattfuß führen, was dann das Rennen auch nicht unbedingt einfacher macht. Die Eckansicht vom Bagheera Freightliner mit der Startnummer 20 von Theo Calvé, der hier, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, in der Vidol-Chikane den besten Eindruck hinterlässt. Der hat ein gutes Auto und die 30 muss man die Box, Dimitri Trevet, der muss nicht durch die Box, der fährt in die Box. Passanelli ist auch raus. Bernard ist raus. Passanelli hat wirklich nur ein Highlight gehabt, der 2. Platz gestern beim Grand Bremse Gold Stop Wettbewerb, währenddessen wir jetzt hier die 7. Runde abschließen. Inzidenz zwischen der 31 und der 15, das was wir eben in der Zeitlupe gesehen haben, auch das wird untersucht. Da müssen sich aber sputen. Und es gibt dann gegen Ende dieses Rennens eine weiße Linie, ist da offensichtlich beachtet worden, hatten wir heute Morgen schon anders, da ist einer mal rausgefahren. Das ist ja, ich sag mal, Grundrechenart. Wenn du aus der Box rausfährst, da ist links eine weiße Linie. Das ist in jeder Sportart, in jeder Motorsportart, egal welche Klasse, da geht um die Sicherheit, da darf diese weiße Linie nicht überfallen. Von Formel 1 bis, was weiß ich, Kartrennen, vollkommen gleichgültig. Und dann
deswegen sage ich Grundrechenart. Das ist die fünfte Grundrechenart, neben Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, nicht über die White Line fahren. Jetzt haben wir heute den Monte Jonathan André unten in der Goodyear-Kehre. Nein, in der Goodyear-Spange, die Kehre ist noch weiter unten, in der Müllbach-Schleife. Und da hat André aber auch mal ausgeteilt, da musste Ivan Rodriguez mal ganz schnell raus, der Portugiese. Und ja, das war, ich möchte mal sagen, wir spielen zwar hier kein Halma oder auch kein Schach, aber das war schon sehr ambitioniert, dass Jonathan André, ich darf Nummer 44, den Laientrag M1 da mal nach vorne gebracht hat, auf die dann insgesamt siebte Position. Also da wird, da wird Ivan Rodriguez nicht ganz glücklich sein. Da kommt nochmal die Anfahrt, da ist Rodriguez außen, dann geht André ein bisschen, dann gibt es eine kleine Berührung und dann, ja, dann verliert, würde er jetzt sagen, bei den Stewards, da verliere ich das Auto, habe es gerade noch so hinbekommen, auch Ivan Rodriguez. Also da wird zwischen diesen beiden schon mit harten Bandagen angegriffen. Und wir schauen nochmal auf die Autotwins, auf die Zwillinge hier mit den unterschiedlichen Haarfarben. Einmal orange, einmal neongelb, ich lege mich jetzt mal fest. Das ist José Sosa und Rafael Sosa. Familieninternes Duell. Wie er im vergangenen Jahr in der französischen Meisterschaft hat er nämlich alle vier Rennen gewonnen hier auf dem Nürburgring. Das war ihm in der Europameisterschaft nicht vergönnt, klar. Ist ein ganz anderer Level. Aber wie ihr seht, es gehört dann auch ein bisschen Rennglück dazu. Das hatte Theo Calvi heute Morgen nicht. Er ist auf die 5 zurückgefallen. Doch für ihn war damit der Traum von vier Rennen vorbei. Ich habe gerade ein bisschen gestutzt. Da gibt es 10 Sekunden für Ivan Rodriguez. Also man hat seitens der Stewards herausgesehen, dass nicht der Jonathan André der Verursacher war, sondern Ivan Rodriguez. Der kriegt mal 10 Sekunden Zeit. Das macht man zum Ende des Rennens, weil es da keinen Sinn mehr macht, noch eine 3-2 oder ähnliches zu vergeben. Oder aber das Vergehen war nicht so schwer. Eine 3-2 kostet mir immer locker 30, 35 Sekunden. Aber die 10 Sekunden, die kommen bei Ivan Rodriguez oben drauf. Und wenn ich mir mal die Abstände anschaue, würde das im Moment, Stand jetzt, bedeuten, dass Ivan Rodriguez von der 8. Position auf die 9. Position, auf die 10. Position zurückfahren würde. Ne, auf die 9. Jennifer Janik hat 43 Sekunden. Ja, auf die 9. Position. Also das kostet nicht so arg. Die 10. Runde wird jetzt beendet, währenddessen wir mal ins Feld hineinschauen, währenddessen wir mal zur Startnummer 17 schauen, zu unserem Freund Roman Rivals aus der Escudería Albiugués. 25 Jahre als Albi Motor Racing ist die Mannschaft, die seit 2020 dieses Fahrzeug betreut. Und das ist der junge Mann vorne. Dann haben wir mit der 15 Lukas Rivals, auch einer der Akademiefahrer, der ja onduliert ist, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann haben wir die 71 Stefan Langela, den wir gestern Abend im Knopfbremse-Wettbewerb auf dem 3. Platz gesehen haben. Clemens Hecker von Hecker Racing hat ja mit seiner Mina diesen Wettbewerb, diesen Fun-Wettbewerb, bei dem es allerdings auch ein bisschen Geld geht, so ist es nicht, also ganz Fun ist es dann doch nicht, hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und hier gibt es den Kampf, von welcher Position sprechen wir? Wir sprechen um den Kampf um Platz 11, da ist es im Moment Roman Rivals, der führt, Longila auf 11 liegt, Longila auf der 12 und Lukas Rivals auf der 13. Position. Wir schauen nochmal hier, dieses Überholmanöver, Stefan Longila mit auf der linken Seite in Fahrtrichtung und Lukas Rivals auf der rechten Seite. Lukas Rivals, der hier auf den Nürburgring gekommen ist, als Tabellenachter mit 47 Punkten, die er in den bisherigen 2 Läufen erzielt hat. Da haben wir schön nochmal eindrucksvoll diese Zeitlupenbilder mit diesen Kämpfen. Wir schauen, vorletzte Runde ist im Gang, Theo Calvi 4,9 Sekunden, das Ding ist durch, ja, würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich nicht die Erfahrung von heute Morgen wieder ins Gedächtnis zurückbekommen würde. Da war bei der Rundfahrt auch alles durch, die 31 macht sich gerade auf ihre Penalty. Und ja, es rappelt weiter Verwarnungen und da muss ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte nochmal sagen, Theo Calvi war in der letzten Runde heute Vormittag und dann ging nichts mehr mit seinem Bagheera. Er hat es noch geschafft, auf die 5. Position ins Ziel zu kommen. Das muss ja nicht jetzt auch wieder so sein. Wir schauen jetzt mal, was läuft. Vielleicht ist doch mal Robineau hinten im M1 und sagt, ja, vielleicht kommt mal, das passiert das nochmal. Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, dass diese letzte Runde auch an Theo Calvi geht.
der damit seinen dritten Sieg an diesem Wochenende erzielen kann, würde bedeuten, dass er seinen Vorsprung gegenüber Loic Montagne ausbauen würde. Loic Montagne, der sich heute am Sonntag nicht so hat in Szene setzen können. Wir sprechen da von der Startnummer 24, die im Moment auf der sechsten Position liegt. Und André ist dahinter mit der 44 auf der 7, Rodriguez mit der 94 auf der 8. Position. Die beiden haben Aurelio Helgott auf die 90 verschieben. Wir erinnern uns, Aurelio Helgott auf der 2. Position gestartet. Und es scheint so zu sein, dass die ältere Generation im Hause Sousa die fast für sich entscheiden hier. Denn Rafael Sousa mit der 21 auf dieser Position liegend hat den Kampf aus familiären Gründen in Nogaro sonntags nicht gefahren ist. Und wenn du mal zwei Rennen auslässt und so einen Konkurrenten wie Gio Calvé hast, dann hast du eben das Problem, dass diese Punkte lange einfahren kann. Wenn du hier Zeit von Rafael Sousa, die fahren nebeneinander. Aber ich möchte noch mal sagen, wir haben ein tolles Rennen gesehen hier von der französischen Meisterschaft mit einem doch, ja, ich will nicht sagen überlegenen Theo Calvé, aber wenn du ein Rennen für dich entscheiden kannst, hier auf dem Tag, hier mit 21 Trucks im Nacken, dann hast du das richtig gemacht. Und was auf dieser Rennstrecke funktioniert, das muss nicht so sein, dass das auch an anderen Rennstrecken ist. Aber der Bagheera, ich sage es nochmal, hat in der Vedol-Schikane am besten gelegen, knallen, und die braucht er jetzt auch nicht mehr. Er hatte die beste Technik, jetzt das Fahrzeug ist nicht so weit reingegangen. Wir haben hier eine echt gute Abstimmung gefunden und dann hat Theo Calvé gereicht, ich werde jetzt in die Box und gleich schlagen. Die Mechaniker von Bagheera Racing wieder für die ersten drei und die Junioren werden ja gleich auch noch geehrt, das übertrage ich euch auch noch, aber ich habe hier, ja kenne ich,